Ich muss keine Spülmaschine ausräumen. Ein richtig Gacker früher Morgen. Gott, wenn ich jetzt den... Nein! Oh nein! Ich will mein altes Leben zurück! Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zum Freaky Friday. Leute, ich bin so müde. Ihr seht schon, ich bin in ungewohnter Umgebung, denn Eva und ich machen heute Freaky Friday. Das heißt, wir tauschen den kompletten Tag unsere Rollen. Ich mache heute alles, was Eva macht. Ich bleibe heute den ganzen Tag hier in der Küche und Eva verbringt den Tag da oben. Wisst ihr, was das Schlimme an der ganzen Sache ist? Eva ist immer die Erste in den Studios. Ich bin so müde. Ich musste mich heute so zusammenreißen, dass ich so zeitig aufstehe. Weil Eva ist wirklich immer, immer die Erste. Ich werde mir jetzt mal hier... Oh, ich weiß, Eva, sie hat aufgeräumt, ne? Aber wo tue ich meine Tasche hier hin, Leute? Hm. Ich habe bei mir oben immer so meinen Platz, wo ich meine Tasche abstelle. Ich stelle die immer nicht auf den Boden. Yeah. Okay, so, dann werde ich mir erstmal meine Jacke ausziehen. Ich glaube, das Erste, was Eva immer macht, ist... Was macht Eva als Erstes? I don't know. So, ich werde erstmal den Laptop starten. Und ich weiß immer, was Eva als Erstes macht, wenn sie kommt. Sie macht sich Spotify an und hört übelst laut Musik. Das werde ich auch gleich tun. Ich mache erstmal das Licht an und mir einen Kaffee. Ich glaube, Eva trinkt auch immer als Erstes einen Kaffee. Ich glaube auch, wisst ihr, was heute das Schwierigste an der ganzen Sache eigentlich ist? Eva immer Begegnis hier in der Küche hat und ich bin so ein Typ, ich brauche zwischendurch immer meine Ruhe, wenn ich mich auf irgendwas konzentriere oder vorbereite und hier ist immer Begegnis. Aber gut, so, das allererste, was ich jetzt mache, ist ein Kaffee. So, dann machen wir mal uns einen Kaffee. Ich guck mal in die Spülmaschine, Leute, weil, ja, das ist halt der Nachteil, wenn man hier im Büro ist, aber ich glaube, Eva macht das sehr gerne. Und zwar tut Eva jeden Morgen auch die Spülmaschine ausräumen und einräumen. Ich habe voll den Checkpot, Leute. Die ist noch dreckig. Das heißt, Eva hat gestern nicht die Spülmaschine angesetzt. Die war wahrscheinlich nicht voll. Das heißt, ich muss keine Spülmaschine ausräumen. Check. Nein, ich hätte es natürlich auch gemacht. Ups. Ich helfe ihr natürlich auch sonst. Das ist schon mal sehr gut. Das muss ich schon mal nicht machen. Müsste ich ja aufräumen? Nee, eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich muss ich mir erstmal einen anderen Fummel anziehen. Vielleicht ziehe ich mir auch ein Jäckchen von ihr an. Jetzt mache ich mir erstmal ein Käffchen. Und warte mal, bis hier irgendwann die Leute eintrudeln. Weil Eva ist, wie gesagt, immer sehr, sehr früh da. Dementsprechend warte ich dann mal, bis ich hier loslege. Weil nach und nach werden dann die Leute hier reinkommen und sich ein Käffchen machen. Hey Leute, ungewohnte Studiosituation. Ich bin heute im Bianca-Studio. Wir tauschen nämlich heute Rollen. Hier kommt Kahn nicht rein. Herzlich willkommen im DIY-Inspiration-Studio. Studio und natürlich auch Biancas Büro. Mit dem Rollentausch heute haben wir uns gestern Abend nämlich überlegt, ist es heute mein Büro? Es ist noch relativ früh, allerdings nicht so früh, wie ich sonst hier bin. Ich glaube, Bianca wird schon ein bisschen hier sein, hoffe ich jedenfalls. Es ist so kurz nach 9 und ja, ich muss erstmal ein bisschen lüften. Das weiß ich, macht Bianca immer als Erstes morgens und dann werde ich gleich auch mal schauen, ob ich mir vielleicht noch ein bisschen was anderes als Outfit raussuche. Wir haben ja immer verschiedene Wechselklamotten da. Ich habe ja gerade schon gesehen und ich sehe es gerade auch, mein YouTube-Pulli an. Den werde ich gleich auf jeden Fall wechseln. Erstmal natürlich Licht an, dann seht ihr mich auch besser und ich sehe hier auch ein bisschen mehr. Vorhang leuchtet nicht. Vorhang. Schafft Eva es auf Anhieb mit den Fernbedienungen das anzumachen? Nein, natürlich nicht. Ich glaube auch, dass das hier unten tatsächlich aus ist. Ja. Haha. So, und dann muss ich gleich mal weiter gucken. Es ist nämlich immer die Herausforderung, die richtige Fernbedienung für alles zu finden. Da werde ich mich gleich ein bisschen durchfuchsen. Als Erstes natürlich wichtig, was zu trinken am Morgen und Kaffee. Bianca hat ja hier immer die große Karaffe, da kommt Wasser rein. Das werde ich erstmal machen und dann werde ich gleich hoffentlich Bianca in der Küche besuchen und dann gibt's Käffchen. Und ein bisschen Zitrone kommt natürlich auch rein. Dann muss ich mir hier gleich nochmal ein Glas suchen. Ich hoffe, hier sind noch welche. Und guckt euch den mal an. Wie süß ist der denn bitte? Sonst muss ich mir gleich noch ein Glas von unten mitbringen. Ja, die Karaffe habe ich jetzt hier mit ins Büro gebracht. Und Leute, es gibt tatsächlich hier oben gerade keine Gläser mehr. Muss ich gleich von unten mit hochnehmen. Und Kaffee natürlich auch. Aber vorher, wie versprochen, gibt es natürlich noch ein neues Outfit für mich. Okay, was meint ihr? Gelb? Bauchtasche ist natürlich auch cool, aber ist, glaube ich, so für drinnen jetzt nicht so praktisch. Schwierig, schwierig. Ich glaube... Oh!
oder die Barbie-Jacke? Ich glaube, ich nehme die Barbie-Jacke tatsächlich. Ich stelle die Kamera mal kurz ab und ziehe mich um. Also Eva, ich bin der Meinung, du hast einen sehr gemütlichen Stuhl. Mir fehlt allerdings meine Armlehne. Mhm. Aber irgendwie ist das auch gut, wenn man so früh da ist. Und heute scheint auch so wunderschön die Sonne. Auf jeden Fall haue ich mir jetzt hier mal richtig Spotify-Musik an. Ich glaube, Eva hört alles. Hier ist wirklich alles. 80er, 90er, neueste Musik. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal ihre Playlist hier rein und trinken mein Käffchen. Ja, mein roter Pulli liegt jetzt fein säuberlich bei den anderen Klamotten. Und hier ein neuer Look. Also, wenn das nicht Bianca ist, Leute. Barbie-Jacke vom Puma. Super süß. Und ja, ich würde sagen, es ist endlich Kaffeezeit. So, Leute, ich habe sogar meine Brille heute mit. Denn Eva trägt ja auch sehr oft ihre Brille. Also nicht täglich, aber fast täglich. Und deswegen, weil ich heute Eva bin, werde ich meine Brille auch aufsetzen. Ich habe natürlich nicht die gleiche Brille wie Eva. Aber Brille ist Brille. Und ich habe gerade was richtig Cooles gefunden. Schaut mal. Eva hat heute so eine ihre Lederjacke, sage ich schon. Ein richtig Gacker früher Morgen. Ihre Leoprintjacke, was soll es auch andere sein? Also Leoprint. Ziehe ich jetzt einfach mal drüber, ob ich dann Eva etwas ähnlicher sehe. Ich hatte ja übrigens schon mal einen Tag Eva komplett nachgemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da unbedingt vorbei. Das war mega, mega witzig. Heute haben wir halt komplett einen Rollentausch. Naja. Die Farben passen gut auf jeden Fall zu meinem Shirt heute. Da bin ich schon ein bisschen mehr, Eva. Also Leute, es ist immer noch keiner da. Doch, René habe ich schon gesehen. Der ist schon gekommen. Den hatte ich jetzt aber nicht gefilmt. Der macht auch irgendwie heute, räumt sein Studio aus. Eva hat sich heute mal Zeit gelassen wahrscheinlich. Sie wird es genießen, etwas später heute zu kommen. So, ungewohnte Perspektive für mich. Die Küchentür ist zu. Mhm. Bianca? Ja? Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Oh. Oh, eine schöne Jacke hast du an. Du auch. Ja. Schick, schick. Ich habe hier gerade schon, guck mal, ich bin schon fleißig am Arbeiten, weil du immer so fleißig bist am Morgen. Ja. Schön, dass du jetzt auch da bist. Und er hat sogar das Geschirr mit runtergebracht. Ich habe das Geschirr mitgebracht, das habe ich gerade noch gefunden. Ich habe nämlich oben kein saures Glas gefunden. Ja, ich freue mich gerade übelst, dass du gestern die Spülmaschine nicht angesetzt hast. Ja, ne? Habe ich richtig gut gemacht. Ja. Mach mal die Kamera kurz aus. Mach mal eine aus, ich wollte es gerade auch sagen. Hast du dich schon gut eingelebt so in den Tag? Ich habe mich ganz gut eingelebt. Ich habe oben ein bisschen das Licht angemacht und dann habe ich mir ein bisschen schönes Zitronenwasser gemacht. Genau. Kann ich besser die Kamera halten? Mach ich später, ne? Ja, machst du später. Stell einfach hin, mache ich auch immer. Ja, geil. Es ist noch gar keiner weiter da und ich war heute so früh hier, weil Eva ist immer die Erste, die da ist. Ich bin halt so ein bisschen später dran. Ja. Und ja, dann habe ich mir erstmal deine Sachen so ein bisschen angeguckt und habe die hübsche Jacke gefunden. Ich wollte eigentlich erst deine Leo-Bluse anziehen. Ich glaube, die hast du heute nicht. Nee, die habe ich tatsächlich nicht hier. Die war noch so ein bisschen dünn, die ist wieder... Die ist dann mit nach Hause gewandert. Ja, ich würde sagen Kaffee. Ach so, stimmt, ja. Ich hatte noch keinen. Und wie war so dein Tag? Ja, bisher ist noch nicht ganz so viel passiert. Sind ja noch nicht so viele da. Ich habe schmutziges Geschirr gefunden bisher. So, ich mache mir mein Caption. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen zu häkeln. Das wäre nämlich mal wieder nötig, weil da müsste auch mal wieder ein Video kommen. So mit ein bisschen Wolle. Kann ich auch so gut häkeln, Wasser? Ja, mach einfach irgendwas aus der Wolle. Ich habe irgendwo noch so Teile, da kann man so Pompons mitmachen. Ja. Na klar, Eva! Sicher! Mhm. Hier! Ist ja überhaupt nicht schwer. Ich habe den Kahn ausgeliehen und dann hat er jetzt keine Augen mehr. Ich wollte aber den Kaffee eigentlich schwarz trinken, weil du den immer schwarz trinkst. Aber musst du nicht, dass du Magen bekommst. Der schmeckt mir nicht. Ich will jetzt auch nicht von dir verlangen, dass du den Kaffee mit Weiß trinkst. Ich weiß, das würde ich tun, aber... Eva mag das nämlich gar nicht. Also Leute, das muss ich auch noch mal sagen. Stehen noch Kekse. So viel verlockendes Essen, ne? Ganz schlimm. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie der Tag heute so läuft. Ich war schon sehr produktiv. Ich habe schon deine Spotify-Playlist angehauen. Oh, das ist schön. Ja, wir haben deine Klamotten angezogen. Und jetzt trinken wir mal hier ein Käffchen zusammen. Das machen wir neben Lochette morgen. Ja. Nägel könnte ich dir noch vorschlagen. Oh, stimmt. Dein Nagellack, ich habe den schon gesehen. Ich habe schon ein bisschen was vor heute hier. Chaos-Kuh muss man noch ein bisschen, da müsste ich noch was vorbereiten. Also da kannst du gerne was vorbereiten. Okay. Und sonst drehen wir auch viel DIY. Also da kannst du auch gerne, genau, du kannst meine Videos vorbereiten, ich bereite deine Videos vor. Das klingt doch gut. So, aber erstmal gönnen wir uns ein Käppchen. Richtig. Ich habe mir hier jetzt so ein Türmchen gebaut, Einhorntasse und ich glaube, es ist kein Einhorn, es ist ein Pony. Damit geht es jetzt wieder nach oben. Eva, ich kann dich da mal fragen, wo stellst denn du mal deine Tasche ab? Die kommt da hinten entweder hin, aber ich glaube, deine passt da nicht hin, meine ist kleiner. Ja, stimmt, ne? Oder da in Sessel. Da setzen sich immer Leute hin.
Aber nicht schlimm. Ich habe jetzt hier meinen Platz. Passt auch. Passt ich werde eh gleich mal hier so ein bisschen. Genau, rollen wir so ein bisschen um. Bis dann. Bis dann. Okay, Leute, ich habe es tatsächlich geschafft, diese Konstruktion hier, Glas und Tasse, unfallfrei wieder ins Büro zurückzubringen. Oh Gott, wenn ich jetzt den... Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was sage ich denn? Also ich bin wirklich perfekter Bianca-Ersatz. Jetzt habe ich hier auch noch Kaffee hingekippt. Bianca ist ja auch immer so tollpatschig. Oh Gott. Okay, hier, das kann man wenigstens noch retten. Das ist nur ein bisschen. Ich kaufe ihr das neu. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Okay, ich mache das erstmal sauber und dann mache ich das trocken. Wenigstens hat die Tastatur nichts abbekommen. Gott, ich sag's noch. Ich sag's noch und dann passiert das. Ey, Leute. Oh Gott, was passiert hier nur? So, Leute, guckt mal, was ich gefunden habe. Ein Leo Scrunchie. Und ich mache mir jetzt mal hier meine Haare damit. Ich habe jetzt so viel Haarspray hier drin. Aber ich dachte mir so, ich wechsle mal mein Haargummi. Ich mache mir immer einfach so ein Dutt hier hinten. Eva trägt die Haare ja auch immer zusammen. Das passt heute auch. Und dann einmal zack rum. Schönheit. Egal. Egal. So, guckt mal. Jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier so ein Leo-Squanchy drin. Voll im Eva-Style heute. So, ich werde jetzt mal so ein paar Videos für DIY-Inspiration vorbereiten weiterhin. Dann denke ich mal, gehe ich mal so René besuchen, wenn ich schon mal hier unten bin. Ich glaube, das mache ich dann mal. Leute, wisst ihr, was so schlimm ist, wenn man jetzt nicht so viel zu tun hat? Hier liegt überall Essen. Ey, das ist so verlockend. Wirklich. Hier sind noch Cookies. Ich esse ja momentan hier keine Süßigkeiten und so. Ey, würde ich hier in der Küche sein? Ich würde, glaube, den ganzen Tag nur essen, ne? Das ist ja so verlockend. Wirklich. Gesund ist es zwar nicht, aber... Ach, guck mal, wir haben hier sogar noch Zuckerstangen. Und was ich euch auch mal zeigen wollte, ich habe hier gerade schöne Wolle entdeckt. Ich weiß nicht, ob Eva neue Wolle hat, aber wie schön ist die bitte? Ich möchte daraus Socken haben, Eva. Und hier hat sie noch eine schöne Winterwolle und da... Also Leute, da ich ja Eva bin, schaut unbedingt mal meine tolle Wolle vorbei. Da sind richtig coole Sachen dabei. Ich könnte ein bisschen aufräumen, ne? Aber das macht ja Eva auch nicht immer. Eva räumt immer Freitag auf. Und heute ist Freitag. Okay, na dann würde ich sagen, mache ich mich mal ein bisschen an die Spülmaschine und räume hier mal ein bisschen auf. Okay, kleines Update. Es ist tatsächlich weniger schlimm, als ich dachte. Also es ist nicht durchgekommen. Ich musste nur ein Blatt vorne abnehmen. Es ist jetzt hier an den Seiten leider so ganz leicht. Das wird trocknen. Es wird vielleicht ein bisschen wellig. Vielleicht nehme ich es dann und Bianca bekommt ein neues. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Okay, das werde ich gleich Bianca auf jeden Fall auch noch beichten müssen. Ich habe noch einiges von meinem Kaffee übrig. Es war also nicht sonderlich viel. Leute, aber passiert. Auf den Schock gibt es jetzt erstmal noch einen Schluck Kaffee. Also, ich sag es noch. Ich sag es noch und genau in dem Moment passiert es. Es ist wirklich unglaublich. Wahrscheinlich habe ich es heraufbeschworen. Richtig, richtig dumm von mir. Aber darf man auch nicht zu lange traurig drüber sein. Wie gesagt, ich werde es ihr gleich beichten. Ihr seid ja natürlich auch dabei. Es gibt jetzt erstmal ein bisschen Wasser für mich und dann... Oh, dann werde ich hier nochmal fürs Video aufbauen. Wir wollen ja gleich auch drehen. Da kommt Bianca gleich hoch. Okay. Freude, Freude. Und ein bisschen Lipgloss. Ein bisschen Lipgloss werde ich mir auch noch drauf machen. Ich will mein altes Leben zurück. Ich will nicht den Dreck der anderen wegräumen. Aber Eva tut das leider sehr, sehr oft. Sie macht wirklich immer hier viel in der Küche. Ich helfe ihr zwar wirklich auch immer, aber ich will trotzdem mein altes Leben zurück. Ich will oben in meinem DIY-Studio sitzen. Von der Sonne geküsst werden. Nee, aber es macht auf jeden Fall trotzdem Spaß, irgendwie mal heute so den Freaky Friday Rollentausch zu machen, bis auf das Aufräumen. Ich gehe jetzt mal zu René. Mich kommt hier unten gar keiner besuchen, Leute. Ich fühle mich hier sehr, sehr einsam. Guck mal, ob René aufnimmt. Oha, was geht denn da ab? Ja, hallo. Ich bin Eva. Ja? Ja, das sieht mir noch nicht danach aus. Nee, ne? Aber ich habe die Jacke von ihr an. Okay, stimmt. Die Jacke ist wirklich die Jacke. Aber da fehlen noch die pinken Haare. Ja. Da dachte ich mir so, du heut mal nicht. Heut mal nicht. Ich weiß nicht, tu dich Eva ab und zu hier unten nerven oder so? Ja, schon ab und zu. Ja. Aber es geht noch. Wir machen nämlich heute Freaky Friday. Das bedeutet, wir machen heute komplett umgedreht. Ah. Also ich bin das ganz heißt, wenn ich jetzt Ja sage, dann musst du mich auch nerven. Als Eva. Ja, also ich mache halt das, was Eva macht. So. Und ich weiß ja, dass Eva ab und zu mal zu dir kommt, weil hier unten ist ja sonst niemand.
Ich hab schon gesagt, ich fühle mich sehr einsam. Was machst du denn gerade Schönes hier? Ich versuche hier gerade ein bisschen das Studio aufzuräumen und umzubauen. Ah, cool. Jetzt gerade sieht es noch nicht so fertig aus, aber ich hoffe, dass das gleich alles ein bisschen besser aussieht. War das schon immer so lang? Mhm. Ja. Ich? Die Wand, ja, die war immer so lang. Ich? Nee, ja. Ich meine jetzt das Zeug hier. Achso, nee, das habe ich gerade. Die Wand war immer so lang. Aber echt? Okay, ja. Ich habe jetzt nichts bei der Wand noch dazu gebaut. Nee, also die Wand, die war, also dieses. Ja. Der Schaumstoff, das war schon die ganze Zeit so, aber jetzt noch ein bisschen länger. Cool. Ja. Übrigens, wenn ihr es noch nicht wusstet, schaut unbedingt mal bei Chaos Co. vorbei. Da haben wir nämlich richtig coole Videos gemacht. Und da kommen auch noch ein paar Oh, wie gruselig war das jetzt? Ist die Tür einfach zugegangen? Ja, das war nur der Windzug. Okay. Sag ich jetzt einfach mal, hoffe ich. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeigucken. Das ist wirklich, wirklich lustig. Eva würde normalerweise sagen, ich kann mir einen freien Tag machen und du machst jetzt alles dafür. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Nee, ich glaube nicht. Ich krieg das schon hin. Aber danke auf jeden Fall. Eva. Aber du kommst mich da mal besuchen in der Küche, ne? Du trinkst da auch mal Kaffee. Ich fühle mich da sehr einsam, muss ich übrigens sagen. Genau. Ich glaube, dann komme ich dich mal besuchen. Ja. Ich muss hier voll hochhalten. Ich setz mich mal hin. Das ist gut. René ist nämlich mega groß. Aber das ist ja nicht schlimmer, Eva ist auch klein. Und häkeln kann ich nicht wirklich, aber ich werde es gleich mal versuchen. Ach stimmt, das musst du dann ja auch machen. Und puzzeln musst du. Also da musst du schon wirklich den ganzen Tag, jetzt einmal wirklich den kompletten Tag. Apropos puzzeln, Leute, am Sonntag kommt ein Video online. Abonnieren und Glocke aktivieren bei Chaos Crew und bei DIY-Inspiration. Ja. Das wird sehr, sehr witzig übrigens. Ich lass dich jetzt mal hier weitermachen, ne? Ich mach mal weiter. Und wenn du irgendwas brauchst, gib Bescheid, ne? Dann komm ich vorbei, Eva. Danke. Ciao. Ciao. Jetzt bin ich wieder in der Küche. Läuft, würde ich sagen. So, das passt farblich schon mal sehr, sehr schön. Ein bisschen rosa Lipgloss. Dann fehlen uns hier noch ein paar Studiolichter. Ich habe inzwischen den Vorhang hinten auch anbekommen. Die LEDs sind an. Dann kommt hier jetzt noch die Beleuchtung hin und dann kann Bianca eigentlich schon hochkommen. Leute, was tue ich mir hier an? Eva, wie kannst du solche Sachen? Respekt. Ich habe jetzt gerade entdeckt, weil die hat mir diesen Puschel gezeigt, ne? Diesen, wo auch immer der gerade liegt, wartet. Den hat ja Eva mir gezeigt. Und sie hat ja gemeint, das kann ich auch machen. Das ist ja total easy. Das ist so easy, das zu machen. Und da gibt es hier so eine Anleitung. Ich bin einfach zu lost dafür. Also hier so. Und dann tut man die Wolle. Warum ist denn das? Auf dem Ding sind doch gar nicht so zwei. Warum sind das hier so viele Dinger? Und dann muss man das hier so umstülpen. Oder? Ja. Also so irgendwie, dass das, also wenn ich das, das ist voll kompliziert. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die richtige Wolle dafür habe. Ich habe jetzt einfach die genommen, die hier liegt. Ich hoffe, Eva schimpft nicht. Aber ich bin ja heute Eva. Ich darf das. Ich darf die Wolle nehmen, die ich heute will. Jetzt wird das hier so umgepupselt. Dann kommt es auf der anderen Seite und dann zieht man das angeblich zusammen. Und dann kommt dieses Buschelding raus. Aber wie soll das denn funktionieren, wenn das jetzt so wäre? Dann hängt das ja nur zusammen. Ich versuche mal weiter, mein Glück. Ich werde dann jetzt hochgehen, weil wir nämlich noch ein DIY-Video drehen müssen. Dafür kommt ja Eva immer ins DIY-Studio. Und ich hoffe, sie hat schon alles vorbereitet. Und dann drehen wir erstmal DIY. So, ich höre Bianca schon. Ja, da bist du. Willst du deine Anleitung? Oder? Genau, du hast deine Anleitung. Okay. Wie läuft denn dein Tag, Odi? Ich war schon alles vorbereitet. Ich war schon vorbereitet, aber ich musste ja auch was Kleines beichten. Oh, oh. Ich habe, nenn es mal, einen Bianca-Move gehabt. Beziehungsweise ist auch nicht so untypisch für mich. Ich habe Kaffee auf deinen Schreibtisch gekippt. Also tatsächlich. Hier ist ein bisschen was reingelaufen. Es muss trocknen. Ich werde dir. Ich kaufe dir das neu, habe ich Nein. schon gesagt. Alles gut. Es tut gut. mir leid. Alles gut, Eva. Ach, das ist doch nur etwas. Nein. Das trocknet. Das Komm, trocknet. Wir legen es hier irgendwo hin. Ja. Das ist halt ein typischer Bianca-Move. Passiert mir selber immer. Also ist nicht so schlimm. Das ist dir noch nicht passiert. Sag das nicht. Ja, also ich bin leicht verzweifelt an der Wolle gerade unten. Das hab schon René und so genervt. Ich hoffe nie mit der Wolle. Nie. Ich werde aber dann mit der Wolle weitermachen. Okay, das ist gut, das freut mich. Hat mir es noch vorgenommen. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier DIY, oder? Genau, wir machen jetzt ein DIY und dann würde ich auch noch mal zu René runter wegen dem Costco-Video. Ja, und dann ist es ja auch schon fast, nicht? Ja. Ich meine, wir haben jetzt am Nachmittag nicht mehr lange. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, wenn ich wieder mein altes Leben zurückkomme. Ist etwas langweilig. Oh. Ja. Aber jetzt drehen wir erstmal DIY. Genau. Leute, ich gebe es auf. Ich krieg's nicht hin.
Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Es tut mir leid, Eva. Achso, ich bin ja heute. Ich muss mich heute noch dran gewöhnen, dass ich heute Eva bin, weil heute ist Freaky Friday. Theoretisch hätten wir heute früh aufwachen müssen und kennt ihr den Film? Und dann stehen die ja vom Spiegel und darin dann so. Okay, ich werde hier langsam verrückt. Ich führe hier sehr, sehr viele Selbstgespräche. Ich werde jetzt mal Nägel lackieren. So Leute, also die Wolle wird nichts. Die Hawaii haben wir heute schon und so gedreht. Und jetzt dachte ich mir so, jetzt nehme ich mal hier Nagellack. Der stand auch bei Eva auf dem Tisch. Und zwar nutzt sie immer von Manhattan Girl Power. Und das nimmt sie immer, diese Farbe. Ich finde die auch mega schön. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Topcoat? Ein Basecoat? Kommt der unten drauf oder oben drauf? Hi, ich muss dich stören. Hallo, Bianca ist da. Eva, da kann ich, also Bianca, da kann ich dich ja gleich mal fragen. Ja. Was kommt denn zuerst drauf? Die Base kommt zuerst drauf. Ah, dann kommt die Farbe und dann kommt der Top-Lack drüber und dann hält es hoffentlich ein paar Tage. Das ist auf jeden Fall immer das, was ich hoffe. Meistens ist es nicht so. Nagelfeile hast du nicht zufällig, ne? Nein, Nagelfeile habe ich okay. nicht. Okay, aber ich glaube, Bianca hat eine in der Tasche. Da gucken wir mal. Guck mal nach. Ich gehe jetzt mal zu René. Direkt habe ich angemacht, da ist direkt der Akku leer gewesen. So, Leute, ich mache mir jetzt gerade den Basecoat drauf. Mensch, ey. Das erste Mal, dass ich hier in den Studios die Nägel lackiere, muss ich sagen. Ich weiß aber, dass das Eva öfters macht, weil wenn man hier runterkommt, dann riecht das immer extrem nach Nagellack. So, und ich dachte mir so, währenddessen ich mir hier Eva like die Nägel mache, können wir vielleicht mal über ein bisschen was quatschen. Ich dachte mir so, ich könnte ja mal sagen, was ich so an Eva schätze. So, wenn ich schon den ganzen Tag Eva bin, und das bin ich ja heute wirklich gerne, wir machen Freaky Friday. Ich mag Eva wirklich sehr, weil Eva ist ein sehr liebenswerter, harmoniebedürftiger Mensch, was ich ja auch bin. Sie denkt immer an viel andere. Also sie würde sich nie irgendwie zwischen jemanden stellen oder sowas. Eva ist wirklich sehr loyal, was das angeht. Das schätze ich an ihr sehr. Und sie ist halt immer für einen da. Also wenn man sie wirklich braucht, ist sie für einen da. Das schätze ich auch sehr an Eva. Ich kann mit ihr lachen. Ich habe wirklich mit ihr Spaß und ich drehe mit ihr sehr gerne die Videos. Das ist heutzutage selten, muss ich sagen, sowas. Und das schätze ich wirklich sehr an Eva, dass ich mit ihr so lachen kann, dass wir ehrlich zueinander sind, loyal und keine Ahnung. Also das, ich weiß auch bei Eva, sie würde nie irgendwie schlecht reden oder so, sondern man kann wirklich über alles mit ihr reden. Das finde ich sehr schön. Guck mal, gefällt mir voll gut. So, ich mache mal hier die Nägel schon fertig. Dann werde ich weiterhin aufräumen, dann noch ein paar Videos vorbereiten und dann ist der Tag auch schon fast rum, Leute. Dann verzaubern wir uns wieder zurück. Eva ist immer die Letzte, auch mit die geht. Die Erste und die Letzte. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie es gerne tut. Das muss ich auch dazu sagen. Also Eva macht es einfach gerne. Ich weiß nicht, Evas gerne hier. Das heißt aber für mich auch, dass ich heute wahrscheinlich die Letzte bin. Hey René! Hi! Jetzt muss ich sagen, hallo Bianca wahrscheinlich, hallo oder? Hallo Bianca, ja, ich genau. bin heute Bianca. Ist ein bisschen dunkel bei dir. Ja, genau. Das wird gleich hoffentlich besser, weil ich ja. werde gleich mal Licht anmachen. Ja, ja, wir machen hier erstmal Licht an. Gibt es hier Licht? Ja, ja hier gibt es gibt Licht. Hier Licht. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am Umbauen. Du bist das habe ich auch schon fleißig, ne? dir gesagt. Also, ich habe das Eva gesagt. Also ja, 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 genau. Du bist informiert, wie es heute bei uns aussieht. Genau, genau. Ich wurde schon einmal informiert. Ja, ich wollte ein bisschen mit dir bei Chaos Crew quatschen. Was gibt's da Neues? Was machen wir diese Woche? Da machen wir diese Woche ganz viel Verschiedenes. Also, wir haben. Oh! Natürlich. Oder ich habe vor allem Claudios Studio tapeziert mit einem Gesicht von mir. Ja. Ich glaube, das ist für mich diese Woche das große Highlight. Und das sind Luftballons. Mehr Luftballons. Genau, die benutzen wir bei der Kaufkunde nämlich auch immer. Geht das wieder in meine Haare rein? Ja. Beziehungsweise in Biancas Haare. Dann ja, haben genau. wir ja zum Glück, hoffe ich, schon zurückgetauscht. Also an deiner Stelle. Ihr dreht heute nicht mehr, ne? Ne, heute drehen wir nicht mehr. Also an deiner Stelle würde ich so schnell wie möglich wieder den Tausch rückgängig machen, weil sonst kann ich nicht garantieren, dass deine Haare nicht nass werden. Oh, eine Sache muss ich dir erzählen. Ich habe eben über Biancas Schreibtischunterlage Kaffee gekippt. Habe ich aber auch schon gebeichtet. Sie war zum Glück nicht so böse auf mich. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Das betrifft mich dann nicht. Vielleicht bereite ich noch eine Kleinigkeit vor für euch, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ja, gut. Ich gucke jetzt erstmal bei Bianca, was die Zeit noch so bringt. Ne? Bis dann. Okay, bis dann. Danke. Tschüss. So, Leute, es ist Feierabendzeit. Ich habe schon hier den PC runtergefahren und ich habe die Spülmaschine eingeräumt und ich habe sie auch schon angesetzt. Und jetzt kann es eigentlich ins Wochenende gehen. Und ich werde es auch gleich losmachen. Halten wir uns nochmal an die Regel und schauen mal durchs Fenster rein. Und? Ja, da sitzt doch jemand. Da nutze ich doch jetzt mal die Gelegenheit und sag mal tschüss. Hallöchen. Hallo. Ich habe es gerade sogar so gemacht, ich habe es durchs Fenster reingeguckt und habe gesehen, du bist noch da. Ja. Ich wollte tschüss sagen. Jetzt ist so ausgegangen. Meine läuft dafür noch. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Ich kann jetzt auch endlich losmachen. Richtig. Dafür auch werde ich mich erstmal, weil Freaky Friday, ich mache mal einen kleinen Zauber. Ja. Wir drehen wieder alles wieder zurück. Ich habe tatsächlich den Pulli oben liegen lassen, deswegen. Mach mal so. Den gibt's Montag für mich wieder. Oh.
Ich muss mir das ausleihen von dir. Ja, gerne. Du darfst es gerne. Das ist nett, danke schön. Sonst wäre mir draußen jetzt kalt. Wie war denn der Tag für dich so heute? Doch, ich fand's schön. Hat mir auch oben Spaß gemacht. Es tut mir wirklich leid mit der Schreibtischunterlage. Ach Quatsch, ist nicht schlimm. Also ich bin hier fast wahnsinnig geworden mit deinem... Mit meiner Wolle. Das ist gar nichts für mich. Ja. Und was auch nichts für mich ist, ist dieses Sauermachen hier. Ja, also ich habe nichts dagegen, aber ich mache halt ungern, das habe ich auch schon gesagt, den Dreck von anderen weg. Umso mehr weiß ich und schätze das, dass du das immer machst. Von dir. Und auch so das, also das frühe Aufstehen, muss ich sagen, das könnte ich mich dran gewöhnen, weil das, also erstmal finde ich den Nagellack mega schön, Eva. Oh, das freut mich. Da kann ich mich dran gewöhnen, das ist eigentlich gut. Man ist irgendwie motivierter. Ja, dieses finde ich auch dieses immer. Aber als spätestes Gehen, gerade am Wochenende, das ist nicht so meins. Ja, es ist immer das Gute, ich habe es nicht ganz so weit nach Hause. Ja, es hat mega Spaß gemacht, der Freaky Friday heute. Ja, ja. Cooler Rollentausch gewesen. Ja. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, dass wir mal wieder Rollentausch machen, dann schreibt es in die Kommentare oder was wir halt. Oder ja, oder wir tauschen mal mit René und Claudio. Ja, genau. Oder wenn ihr unseren Tag mal wieder bestimmen wollt, sagt mal, wie unsere Tage, also unsere Tage so weiterhin aussehen sollen. Das macht uns nämlich richtig Spaß. Wir hatten ja letztens auch schon einen Tag gemacht, wo ihr unseren Tag bestimmt habt. Da lag noch Schnee, jetzt ist wieder alles verrückt. Jetzt ist wieder Sonne draußen. Jetzt ist einfach Frühling. Ja, also schaut euch gerne mal bei uns durch. Da findet ihr sämtliche Videos, was das abonnieren, angeht. Kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gesunde Mond dabei. Nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.